Was zur Hölle war das? Es war auch so ein Raumzeitgefüge da oben oder was es war. Egal, wenn wir alles so rausfinden. Am nächsten Tag. Guten Morgen, Gianluca. Letzte Nacht soll es heftig gewittert haben. Es ist Zeit für deine Prüfung. Ich drücke dir die Daumen. Und damit willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Pokémon Legenden Arceus. Heute werden wir die Prüfung machen und schauen, ob wir in den Galaktik-Forschungstrupp aufgenommen werden. Ich bin sehr gespannt. Ich bekomme ja auch unsere Uniform, denn mit dem Outfit Pokémon zu bekämpfen ist, glaube ich, nicht so sicher. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus. Herrliches Wetter heute. Konntest du dich gut ausruhen, auch wenn dir hier alles unvertraut ist? Lass uns zum Hauptsitz gehen. Kommandant Celestis wartet sich ja schon. Alles klar. Dann mal let's go. Sie kauft schon irgendwas gerade. Dann mal rein. Bisschen was haben wir schon gesehen in den Trailern. Oh, nice Musik. Oha. Den Forschungstrupp findest du hier im Erdgeschoss des Hauptsitzes vor. Kine. Halte durch! Was ist passiert? Ich wurde von wilden Pokémon angegriffen. Ich habe meinen Pater-Pokémon eingesetzt, aber es waren einfach zu viele. Das kommt davon, dass du so weit rausgegangen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Dieser Mann gehört zum Sicherheitstrupp. Obwohl er seinen Pater-Pokémon dabei hatte, wurde er angegriffen und verwundet. Ohne Partner könnte es schwer für dich werden, die Prüfung zu bestehen. Kommandant Celestis, Gianluca ist hier. Verstanden, trete ein. Kommen wir gleich zur Sache. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Grasland einen Bidiza, ein Staralili und einen Shinnok fangen. Drei verschiedene Pokémon, das ist noch niemandem von uns gelungen. Hat er nicht gestern drei Pokémon gefangen? Wenn es stimmt, was Professor Lavin erzählt hat, musste diese Prüfung ein Kinderspiel für ihn sein. Die Galaktik-Expedition kann es sich nicht leisten, Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du für uns von Nutzen bist. Hier, du darfst dir diese Tasche für die Prüfung ausleihen. Sie gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Nice. Eine Rückentasche? Wow, diese Tasche steht dir echt gut. Nun mach dich auf den Weg. Nur mir hilf ihm, falls es Probleme geben sollte. Hauptmission, die Aufnahmeprüfung. Mein Wegweiser an. Öffne die Karte auf deinem Arceus-Phone und drücke den Y-Knopf, um die von dir akzeptierten Missionen anzusehen. Hauptmissionen musst du abschließen, um in der Geschichte des Spiels voranzukommen. Nebenmissionen hingegen sind optionale Aufträge von Leuten, denen du unterwegs begegnest. Alles klar, wir werden einfach 100% machen, deswegen machen wir alle Missionen. Hier lang, Gianluca. Ich bin jetzt an der Reihe. Hallo ihr beiden, guten Morgen erstmal. Was gibt es, Professor Lavin? Gianluca muss diese Prüfung bestehen. Das ist notwendig für die Vervollständigung des Pokédex und, naja, damit er hier überlebt. Deswegen würde ich ihm als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte sehr. Oh, jetzt kommt eine Starterwahl. Bautz! Feuri! Ochata! Nun dann, Gianluca, such dir einziges der Pokémon als Partner aus. Mit einem Pater-Pokémon an deiner Seite kannst du gegen wilde Pokémon kämpfen. Diese drei Pokémon bedeuten mir sehr viel, aber man sieht zuvor, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Also auf welches Pokémon fällt deine Wahl? Auf Bautz. Bautz! Möchtest du Bautz als deinen ersten Partner machen? Ja. Nice.
Eines der Pokémon, die du beim Strand des Aufwurfs für mich eingefangen hast, ist nun also dein Partner. Irgendwie kurios. Hier hast du den Pokéball, in dem sich Bautz befindet. Bautz erhalten. Nice. Achte immer darauf, welche Pokébälle leer sind und in welchem sich ein Pokémon befindet. Feuri! Mein Tata! Die anderen beiden Pokémon scheinen Bautz anzufeuern. Oder vielleicht würden sie dich auch gerne begleiten. Da könnte ja was dran sein. Schließlich sind sie genau zum Zeitpunkt aus dem Dorf ausgebüxt, als Hinook aus dem Himmel fiel. Aber keine Sorge, ihr beiden könnt mir erst einmal bei meiner Forschung behilflich sein. Feuri! Tata! Welche Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? I see, verstehe. Drei verschiedene Arten aus dem Obsidian-Gras sind also. Dann nimm bitte diese Pokébälle mit. Noch mehr? 20. Hab schon 70. Sie wurden vom Hand gefertigt, aber ich habe es selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das Kind schon schaukeln. Es ist soweit. Um zum Ort der Prüfung zu gelangen, musst du vom Hauptsitz aus nach links weitergehen. Alles klar. Dann mal los. Bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Nach links. Ich habe nur noch 20 Pokébälle. Wo ist meine 50 hin? Och komm, wurden mir die weggenommen. Na, egal. Kann ja schnell welche neuen craften. Und wer bist du? Oh, was für eine sonderbare Erscheinung. Du hast mein Interesse geweckt. Ich bin Volo, ein Mitglied der Ginkgo-Gilde. Ich habe die Gerüchte über dich gehört. Du sollst vom Himmel herabgefallen sein. Das wollte mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Oh, und du hast auch schon ein Pokémon bei dir? Das ist wirklich äußerst interessant. Es liegt in der Natur eines jeden Händlers, allerlei ungewöhnliche Dinge auf den Grund zu gehen. Wie wäre es mit einem Kampf, um die Stärke unserer Pokémon zu prüfen? Gerne. Du gefällst mir immer besser. Jemand wie dich trifft man nicht alle Tage. Mir ist es so angekommen, dass du deine Prüfung ablegen musst. Dann ist ein Kampf doch genau das Richtige, um dich darauf einzustimmen. Denk daran, wenn die KP deines Pokémon auf 0 fallen, hast du verloren. Also dann, los geht's. Oh Gott. Volo von der Ginkgo-Gilde fordert dich heraus. Volo schickt Togepi in den Kampf. Los, Bautz. Okay. Ich kenne mich mit den ganzen Typen, welche effektiv sind und so, nicht so aus. Und oh, ich kann mich bewegen. Hallo, Togepi. Hi. Okay. Ich würde sagen, ich tue mal kämpfen. Windstoß. Ja, schon mal ganz gut. Nochmal. Ja, so schwer ist es noch nicht. Ich muss einfach nur A drücken die ganze Zeit. Nice. Pokémon-Attacken, Items. Nutze sie weiße und nichts kann ich aufhalten. Nice. Oh, Level 6 schon. Neue Attacke. Ich habe gespannt. Es ist immer ein Spaß, Pokémon gegeneinander kämpfen zu lassen. Dadurch wachsen sie über sich hinaus, lernen neue Attacken und werden noch stärker. Cute. Bei Levelaufstieg erhöht sich manchmal die Anzahl der Attacken, die ein Pokémon einsetzen kann. Wenn du die Attacken ändern möchtest, die dein Pokémon im Kampf zur Verfügung stehen, musst du die Tasche öffnen, dein Pokémon wählen und anschließend die Option Attacken verwalten auswählen. Leider gibt es nur wenige Menschen, die Pokémon bei sich haben. Wenn du nur jeder wüsste, wie man Pokémon benutzt. Einen Moment, ich werde unsere Pokémon wieder zu Kräften kommen lassen. Nimm diese Tränke als Zeichen meines Dankes, mein himmlischer Freund. Du hast 5 Tränke, nice. Hilft bei Wunden, füllt die KP eines Pokémon um 60 Punkte auf. Nutze sie, wenn deine Pokémon geschwächt sind. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Prüfung. Je mehr die galaktische Expedition wächst, desto größer wird schließlich auch meine Kundschaft.
Toll, du kannst nicht nur Pokémon fangen, sondern auch mit ihnen kämpfen. Dann mal auf zum Obsidian-Grasland. Wenn du Jubilo verlässt, musst du auf der Karte deinen Zielort auswählen. Sag auch bitte Darius den Wachposten, wohin du gehst. So kann ich jemanden retten, kommen sollst du durch einen Pokémon-Angriff ohnmächtig werden. Deine Prüfung beginnt, sobald du durch das Haupttor geschritten bist. Alles klar. Also ich... Oh, muss gleich drücken. Du bist ja Luca, nicht wahr? Ich weiß schon Bescheid. Deine Aufnahmeprüfung findet außerhalb des Dorfes statt. Pass mal gut auf dich auf. Oha, kann ich die ganze Karte sehen? Alles klar. Manchmal war das noch bedeckt. Obsidian Grasland, hier ist es also. Grasland Basis heißt also dein Ziel. Ja, ich schätze schon. Wir finden uns hier im Basislager. Das ist der letzte von uns gesicherte Ort, bevor die wilde Natur beginnt. Zur Erinnerung, deine Prüfung besteht darin, Pokémon 3 verschiedene Arten zu fangen. Bidiza, Staralili und Shinux. Na dann, legen wir los. Was machen Sie denn hier, Professor? Nun ja, die Kommandantin hat mich vorhin herbeizitiert. Und sie hat deutlich gemacht, dass ich die volle Verantwortung trage, sollte etwas passieren. Kommandantin Celestas ist wirklich unerbitterlich. Aber wie genau sollen Sie denn bitte helfen? Ach, es besteht keine Notwendigkeit für mich, irgendwas zu tun. Denn Luca hat alles im Griff, da bin ich sicher. Aha, das heißt also, ich trage die große Verantwortung. Aber ja, Luca, wird das schon irgendwie schaffen. Lass uns mit der Prüfung beginnen. Okay. Oh, sehen wir die Welt. Das ist der Ambitionshügel. Hier leben die Pokémon, die du für deine Prüfung fangen musst. Mann, warum rennen da hinten keine Bäume? Das ist so schade. Obsidian Grasland. Schau, da ist schon ein Bidiza. Versuch doch gleich mal es zu fangen. Okay. Jetzt geht's wirklich los. Das Wichtigste beim Fangen ist, dass du gut zielst. Vielleicht weißt du das alles schon, aber lass mich dir trotzdem erklären, was ich gelernt habe. Ach komm, ich weiß schon, wie ich fange. Du kannst ein wildes Pokémon in der Nähe anvisieren, indem du diese L-Taste gedrückt hast. Ah, okay, was Neues. Mit dieser Technik verlierst du es nicht so leicht aus den Augen und kannst besser mit Pokébällen zielen oder Angriffen ausweichen. Bidiza hat eine friedliche Veranlagung. Es ist also unwahrscheinlich, dass es vor Menschen flieht. Alles klar. Lol, wo ist sie hin? Da unten. Alles klar, so muss ich jetzt nicht im Gras verstecken oder so. Sondern kann direkt losgehen. Da muss ich auch nicht zielen, okay. Dann los! Nice. Du hast ein Bidiza gefangen. Gut, lass uns jetzt nach den anderen Pokémon suchen. Alles klar. Wie schnell die einfach war. Oh, was habe ich bekommen? Ich habe irgendwas bekommen. Eine löchrige Aprikoko. Was kann das? Na, wenn ich mal sehen, dann irgendwann. Hä? Wo willst du denn hin? Alles gut, sorry, ich komme hier. Ach, come on, uns wäre Wand ist hier. Oh Mann. Aber okay. Oder Staralili. Also da war es auf jeden Fall. Staralili sind sehr ängstlich, sie ergreifen sofort die Flucht. In diesem Fall hilft es sich zu ducken, so kannst du dich unbemerkt anschleichen. Drücke den B-Knopf, um dich zu ducken. Wenn du ihn erneut drückst, richtest du dich wieder auf. Wenn du dich geduckt durchs hohe Gras bewegst, bist du für wilde Pokémon schwerer zu entdecken. Alles klar. Und zack. Nice. Ich hoffe, es bleibt auch schön drin, ne? Perfekt. Dir ist es gelungen, auch ein Staralili zu fangen. Jetzt fehlt dir nur noch ein Pokémon. Shinux. Und das Wehrlauch.
Ja, Fiddloch. Haben wir schon im Trailer gesehen, dass man so Sachen einsammeln kann. Oh Gott, habe ich gerade gesehen, wie die Sterne da vorne gerendert sind. Ach ja, es gibt noch etwas, das ich dir erklären muss. Und zwar, wie du ein Pokémon wirfst, in dem sich ein Pater-Pokémon befindet. Kommandant Celestis hat mir das beigebracht. Wenn du ein Item geworfen hast und danach einen Ball mit einem Pokémon darin werfen willst, drücke den X-Knopf. Wenn du einen Ball mit einem Pokémon darin geworfen hast und danach ein Item verwerfen willst, drücke auch den X-Knopf. Die Kommandantin nennt das den X-Wechsel. Versuch mal, einen Ball mit einem Pokémon darin auf einen Baum oder Stein zu werfen. Auf diese Weise kann dein Pokémon Bären und Ähnliches für dich einsammeln. Dann lass uns mal sehen, was dein Partner so zu bieten hat. Deine letzte Aufgabe ist es, Shinyx zu fangen. Ja, das wird lustig. Okay. Ja, das ist klar. Jetzt kann ich Bogs werfen, oder? Ja. 3 Sinelbeeren. Deswegen war mehr als 3 im Baum, glaube ich sogar. Das ist ein Shinyx. Ist dir aufgefallen, dass Shinyx eine aggressive Veranlagung haben? Nein. Sieht doch eigentlich ganz süß aus. Schon in Ordnung, wenn du ein Pokémon genau beobachtest, es also regelrecht anvisierst, fällt dir sowas auf. Aggressive Pokémon schlagen Pokébälle weg, wenn sie aufgeregt sind. Halte die ZL-Taste gedrückt, um ein Pokémon anzuvisieren und zu erfahren, wie schwierig es sein wird, es zu fangen. Okay, sind so Pfeile irgendwie drüber. Je mehr Pfeile angezeigt werden, desto eher wird der Fangversuch gelingen. Ein X-Symbol bedeutet, dass das Pokémon Menschen gegenüber feindselig eingestellt ist. Feindselige Pokémon lassen sich nur während eines Kampfes fangen. Alles klar. Aber keine Sorge, ich verrate dir einen nützlichen Trick. Du musst gegen es kämpfen. Wirfst du dann mitten im Kampf einen Pokéball, kannst du es fangen. Ich hatte es dir schon vorhin erklärt, wie du einen Pokéball wirfst, in dem sich ein Pokémon befindet. Wirf einen dieser Pokéballen in die Nähe des Pokémon, das du fangen möchtest. Dass du bereits im Kampf geübt bist, bin ich sicher, dass du es schaffst. Um einen Kampf gegen ein wildes Pokémon zu beginnen, musst du einen Ball auf es werfen, in dem sich eines deiner Pokémon befindet. Wenn gerade ein Item zu werfen ausgewählt ist, kannst du den X-Knopf drücken, um zu deinem Pokémon zu wechseln. Alles klar. Hatten wir schon. Oder ist es? Oh Gott, hab schon gesehen. Bautz nehme ich mal. Dann mal let's go. Oh, das hat sich aufmerksam umgesehen. Ich mach mal Blattwerk. Das macht nichts, okay. Pokéball. Ich hab's schon ein bisschen geschwächt. So müsste das eigentlich klappen. Nice, perfekt. Und damit habe ich die Prüfung bestanden. Du hast dich vorschluss den Pokémon genähert und sie alle mit Bravour eingefangen. Meister können also doch vom Himmel fallen. Okay, das finde ich ziemlich nice gerade. Mit deiner Hilfe könnte es dem Forschungstrupp tatsächlich gelingen, wie beauftragt den Pokédex zu vervollständigen. Ich wüsste nur gerne, wieso du vom Himmel gefallen bist. Dann lass uns erstmal nach Jubeldorf zurückkehren. Okay. Wonderful! Natürlich hatte ich schon genau prognostiziert, dass du die Prüfung bestehen wirst. Gratulation, Yanuka. Das war der erste Schritt zu deinem Ziel, ein Pokémon zu begegnen. Wisst ihr was? Das ruft nach einem Erinnerungsfoto. Was, wo kommt das denn her? Beim Talent wie dem von Yanuka war nichts anderes zu erwarten. Lasst uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandant Celestis Bericht erstatten. Dann mal los. Ich bin gespannt, wie sie reagieren wird. Du hast bald die Möglichkeit, eine gefangene Pokémon auf die Weide im Dorf behüten zu lassen. Wenn du unterwegs bist, kannst du bis zu 6 Pokémon bei dir haben. Es gibt allerdings niemanden, der das schon mal vollbracht hat.
Kommandant Celestis erwartet unseren Bericht auf dem Hauptsitz. Ich habe schon 4 Pokémon, als ob noch niemand 6 Pokémon gehabt hat. Kommandant Celestis wird sicher zufrieden sein. Dann mal los. Welche Kinder sind hier? Arik und Shio. Das ist die Floristraße. Hier sehe ich auch gerade. So, dann mal los. Ich bin gespannt, ob sie wirklich zufrieden sein wird, ob sie einfach noch sagen wird, super, du bist jetzt dabei. Nein, ist doch richtig viele Räume, sehe ich gerade. Irgendwann werden wir uns hier noch gescheit umsehen. Aber erstmal gehe ich zu Celestis. Es sieht so aus, als wärst du dem qualvollen Toten der Wildes wohl doch entronnen. Meine Glückwünsche. Du hast die Prüfung bestanden, die Tasche darfst du behalten. Ich muss sagen, du hast dich beeindruckt. Aufgrund deines fragwürdigen Hintergrunds hatte ich deine Prüfung absichtlich schwieriger gestaltet. Ich hätte nie gedacht, dass du sie bestehen würdest. Hier für dich, die Uniform des Forschungstrupps. Du hältst die Forschungstrupp-Uniform und ein paar Forschungsschuhe. Du kannst dich in deinem Quartier umziehen, in dem du gestern geschlafen hast. Beeil dich und begib dich danach umgeht zum Büro des Expeditionsleiters. Es befindet sich hier in der zweiten Etage. Zieh deine Uniform an und stell dich dem Expeditionsleiter vor. Das ist deine erste Mission als Mitglied des Forschungstrupps. Okay. Jetzt geht's wohl richtig los. Aber ich denke, dass wir erstmal das Dorf erkunden werden. Denn das habe ich nicht gemacht. Red mal mit ein paar Leuten und schauen allgemein mal, wie alle hier so drauf sind. Kann ich auch in die anderen reingehen? Ja, könnte ich, okay. Können wir auch später mal machen. So, ab zum Spiegel. Willst du dich umziehen? Ja. Zieh dir deine Forschungsuniform und deine Forschungsschuhe an. Sieht nicht ganz nice aus. Ich habe auch keinen Hut, oder? Ich habe noch einen Hut noch gehabt. Naja, egal. Oh Gott. Diese Schuhe. Aber okay. Dann würde ich sagen, passt das. Aber sieht nice aus. Du trägst in die Uniform des Forschungstrupps. Jetzt geht's vorerst so richtig los. Die Forschungsuniform scheint dir ja perfekt zu passen. Sie steht dir. Es scheint fast so, als habe die Kommandantin sie für dich Maß anfertigen lassen. Du hast dich also umgezogen. Das Zimmer, das wir dir gestern bereitgestellt haben, kannst du ab jetzt mal benutzen. Das hier sollst du ebenfalls haben. Da ist sie, die Mütze. Nice. Nun geh und stell dich dem Expeditionsleiter vor. Oh Gott, okay. Aber ich will eigentlich doch erst noch nach draußen gehen. Geht das? Das Büro des Expeditionsleiters befindet sich in der zweiten Etage. Okay. Anscheinend müssen wir nach oben. Dann mal los. Nach oben. Ah, ist die erste Etage erst, oder? Ein Evoli. Hi, Satsanka. Vielleicht sollten wir mehr Quartiere vorbereiten, falls auch jemand vom Himmel fällt. Oder geht's auch noch weiter? Cosima. Toshi. Cassius. Gott, sieht aus wie ein Gerichtssaal. Jetzt habe ich hier Räume. Oh, was ist hier? Ich kann hier nirgendwo durch. Also der Raum ist schon ziemlich unnötig hier. Obwohl eine Abstellkammer könnte sein. Okay. Dann würde ich sagen, geht's jetzt nach oben. Oh, warte.
Schade, ich kann da reinschauen. Okay, er ist wirklich ganz oben. Dann mal ab nach oben.